Hallo Matthias. Hallo Sven. Hast du gefeiert? Den Weltfrauentag? Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, ich habe vor allem die Frauen gefeiert. Also ich habe ja lange mit mir gerungen, ob ich irgendetwas zum Thema Weltfrauentag sagen soll, weil das ist ja nicht unumstritten, das Thema Frau. Wie du vielleicht weißt, gibt es ja Leute, die bestreiten die Existenz von Frauen als sozial konstruiertes gesellschaftliches Konstrukt. Ich selber würde ja, wenn ich mich dazu äußern würde, jetzt zum Weltfrauentag, Gefahr laufen, dass wir gesperrt werden bei YouTube wegen frauenverherrlichender Äußerungen. Mhm. Da muss man ja sehr, sehr vorsichtig sein. Ja, das denke ich auch. Das Starken der Frauenverherrlicher muss verhindert werden. Aber das machen wir ja eigentlich das ganze Jahr. Also. Ja, aber ich hätte das heute, wenn ich was gesagt hätte, was ich ja nicht tun werde, aber ja. Wenn ich was gesagt hätte, hätte ich das mit einem großen Dank verbunden, weil ich finde ja Frauen toll. Ja. Und ich finde, dass der Welt was fehlen würde, wenn es insbesondere dieses, es gibt ja ein Merkmal, das insbesondere häufig bei Frauen auftaucht, das ist ja die Weiblichkeit. Mhm. Und das finde ich unglaublich bereichernd, weil das Interessante ist, dass Weiblichkeit sich auf so verschiedene Art und Weise zeigen kann und dass ich für jede dieser Weisen dankbar bin. Also es gibt zum Beispiel weibliche Weisheit, das finde ich toll. Weibliche Güte, finde ich wunderbar. Ich habe es mir alles aufgeschrieben. Manchmal sogar weibliche Schönheit und zwar auch in ganz vielen Facetten. Also es gibt so die sinnliche Schönheit, dann gibt es die charakterliche Schönheit. Also es gibt in allen Lebensphasen gibt es weibliche Schönheit und das bringen nur Frauen in die Welt. Ich finde das unglaublich schön. Sinnlichkeit finde ich toll. Weibliche Sinnlichkeit. Ja. Mütterlichkeit. Ja. Unglaublich und dafür bin ich dankbar. Und es gibt sogar noch einzelne Frauen, die diese Elemente, die ich so schätze, mit viel Selbstbewusstsein zur Erscheinung bringen und damit diese Welt, die, sagen wir mal, nicht an allen Orten perfekt ist, ja, mit einem Licht der Hoffnung erfüllen, vielleicht sogar fluten. Und deshalb, das hätte ich jetzt gesagt, wenn ich mich mich zum Weltfrauentag zu äußern. Aber das wollte ich gerade sagen. Wenn man das sagen dürfte, dann würden wir das so sagen. Aber wenn man das nicht darf, feiern wir den Internationalen Frauentag so, wie er sich gehört, also als nämlich feministische Kampfansage. Erstens, und wir verweisen auf Marie Curie, Ursula von der Leyen, Angelina Merkel, Alina Büchs. Nicht und all die Frauen, die einfach auch mal sozusagen als soziologische Figuren reüssieren. Ja, was wäre das? Ja, genau diese vier. Also die sozusagen im Regime des Weltuntergangs eine führende verantwortliche Rolle übernehmen möchten. Ja. Schön. Verantwortung übernehmen beim Weltuntergang. Ja, der muss ja auch gut organisiert sein. Ja. Gut. Also haben wir sie jetzt alle gelobt. Obwohl, nee, haben wir nicht. Wir hätten sie gelobt, wenn wir es dürften. So, und die was wir nicht haben, genau. Ja. Ja. Zu Alena habe ich gleich noch was, aber vielleicht auch nicht, das weiß ich auch nicht, ob ich die jetzt den ganzen Tag feiern darf. Das wäre dann auch meine Frage im Zusammenhang mit den Frauen. Muss man aufpassen, oder? Ja, ja. Also man muss aufpassen, was man an den Frauen dann lobend erwähnt. Sehe ich das richtig? Ja, ja, wahrscheinlich. Das geht ja für vieles. Ich würde gerne noch was anderes feiern. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast. Wenn ich darf, wir sind ja noch im Bereich Kessel Buntes. Ja. Es gibt eine Meinungsumfrage in Auftrag gegeben von B&B, durchgeführt durch Insasurf. Und da ist rausgekommen, dass 73% aller Deutschen für Waffenlieferungen gegen die Original-Oberkrainer sind. Ja. Und das musst du jetzt vielleicht noch mal ein bisschen. Ja. Das haben wir fragen lassen. Bei diesem Gag gab es ein paar skeptische Stimmen, glaube ich, in deiner Familie, dass niemand weiß, was Original-Oberkrainer sind. Ja. Ich bin mir sicher, unsere Zuschauer kennen die Original-Oberkrainer. Ich auch. Also ich hilf niemandem aus mit Details. Also was nein, aber ich möchte nur mal. Unsere Zuschauer sind, ohne zu wissen, wer die Oberkrainer sind, dafür, dass wir gegen die Waffen liefern. Genau. Ist denn das noch notwendig? Ja, das ist erfreulich, weil die haben ja so einen imperialistischen Grundtenor in ihrer Musik, nämlich zum Beispiel der Song Überall sind wir zu Haus zeigt ja so eine Art globalen Ausdehnungsanspruch der Original-Oberkrainer. Matthias, wahrscheinlich haben wir Zuschauer, ja, die haben das ja auch beantwortet, warum sie das wollen, also ja, die genau wissen, wovon wir sprechen, von Slavko Avsenik und
Ernst Mosch steckt ja da auch noch dahinter, glaube ich. Ja, 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 das ist die große oberkrainische Weltverschwörung, die auf dem Wege der Volksmusik ja die Agenda des tiefen Staates umsetzen wollten. Das haben wir jetzt aufgedeckt und ja. vielleicht ist es auch Zeit, mal nochmal ein anderes gesellschaftliches Tabuthema in diesem Zusammenhang zur Sprache zu bringen, nämlich die Markenpiraterie. Ich weiß jetzt nicht, ja. was das damit zu tun hat, aber gut. Das sind die Original-Oberkrainer. Ne? So, es gibt ja sehr viele Fälschungen durch billige kleine Chinesengruppen, die so mit Trachten über den Platz des himmlischen Friedens laufen. Das sind dann gefakte Oberkrainer, aber die Original-Oberkrainer. Ja, das genau. Nur gegen die richtet sich. Gegen die liefern wir Waffen. Genau. Ja, nicht gegen, also wer nachgemachte Ober- und Unterkrainer in Umlauf bringt, wird mit Missachtung nicht unter 100 Jahren bestraft. Ja. Oder so. Aber das machen natürlich Chinesen. Aber ja. Guck mal, das ist eine exklusive Meldung, die gibt es nur bei uns. Ja. Ja. Finde ich auch gut. Also. Und ich glaube auch, dass die politische Weltlage gar nicht zu beurteilen ist, wenn man diesen Konflikt nicht genauer nachvollzieht. Nein, das sage ich ja. Und das, wenn du solche Verschwörungen dann auch aufdeckst, mal so en passant, ja. gehen wir natürlich davon aus, dass sämtliche Agenturen das jetzt auch aufnehmen und da endlich mal Licht ins Dunkel bringen. Wobei die Gefahr natürlich besteht, dass sie über Psiram gelöscht werden. Ne? Davor habe ich schon die ganze Zeit Angst. Ja, ja, ja. Ich muss auch gleich aufpassen, wenn ich über diese Serumsgeschichten rede. Das wollte ich ja noch tun. Also da musst du auf mich aufpassen, dass ich nicht falsche Begriffe verwende. Sonst nein. Psiram, falls das jemand nicht kennt, was kennen alle, oder? Psiram, was das ist, weshalb wir Angst haben, das ist bitte ja... Bitte gar nicht auf die Seite gehen, das sind... das ist immer gut, wenn man sagt, geh da bitte nicht hin. Guck da nicht hin. Ja, Psiram ist, wie kann man sagen, es ist eine Dreckschleuder? Nein, sag doch sowas nicht. Achso, was habe ich gesagt? Achso, was wollte ich sagen? Eine Art das Waschmaschine? Sind, naja, das sind so SED-Damen in Rente, die sich darum kümmern, dass er hier in Deutschland alles seine Ordnung hat. Die sind auch ganz bescheiden. Sie treten nicht öffentlich auf, so wie Parkplatz-Denunzianten eben auch. Und mir scheint dahinter einfach das, weiß ich nicht, was sie machen. Heckenschützen. Und sie stellen halt Heckenschützen. Man muss ja auch Heckenschützen, weißt du? Ah, ich glaub, ach so, man muss Heckenschützen, so Kleingarten-Mentalität. Ja, genau. Dafür steht, glaube ich, sie ran. Also vielleicht wirklich nochmal jetzt ernsthaft, die stellen Dossiers zusammen über Menschen, die man in der öffentlichen Wahrnehmung vielleicht erstmal ganz positiv einschätzen würde. Mhm. Und damit jetzt niemand auf die Idee kommt, zum Beispiel dich oder mich einzuladen, gibt es Psiram-Artikel, die dann auch zitiert werden in Wikipedia, in denen ein Register unserer Verfehlungen kolportiert wird, sagt man, glaube ich. Ja, wobei nochmal, da sind die Damen auch, finde ich, sehr geschickt. Es ist ja nicht so, dass es tatsächlich ganz falsch ist, was sie dann so aufzählen. Es hat so eine unterschwellige, zickige Denunziantenart, die ich sehr schätze. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das was, nein, das ist schon was typisch männliches, aber dass man dann einfach so immer so unterschwellig, Sven Böttcher hat ja angeblich MS oder der Burchard hat angeblich einen Doktortitel oder mag angeblich die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Dieses, so, das hat so immer so einen ganz hübschen, finde ich sehr, sehr konsequent. So. Also wir lieben Psiram, wir möchten da nicht gelöscht und gesperrt werden. Wir möchten da nicht keinesfalls gelöscht werden. Nein. Ja. Das empfinden wir bis hierher als Ritterschlag, so, dass wir da sein dürfen. Also bitte nehmt uns da nicht weg. Nehmt das heißt, uns das wir nicht auch nicht weg. Sprechen über die großen Probleme des Elternsterbens, die dann zu den Waisen in Gaza geführt haben. Darüber sprechen wir nicht. Nein, auch darüber sprechen wir nicht. Nee. Wir sprechen überhaupt über sowas nicht, Verschwörungen gar nicht. Aber das wollte ich noch sagen, Alena, die ich ja, wie du weißt, sehr, Wortwahl, Vorsicht, schätze, liebe, respektiere, bewundere, hat ja den Begriff des Verschwörungsunternehmers in die Runde geworfen. Das fand ich ganz großartig. Ich habe noch nicht verstanden, was das heißt. Kannst du das machen? Heißt Gewinne machen, indem man hinter dem Rücken der Politik und der Öffentlichkeit einen Strippen zieht und Fakten für seine Geschäftsfelder schafft. Ja, also Verschwörungsunternehmer. Das ist das Geschäftsmodell der ganzen großen reichen Player. Das ist eine Kapitalismuskritik, die sie damit meint. Das habe ich gehofft, genau, dass du das auch so übersetzt wie ich. Also, dass sie sich im Grunde jetzt der Aufklärung der Schweinereien verschreibt, die Dienstleistungsbetriebe mit den drei Buchstaben weltweit so machen, oder? Wir sprechen gleich über Viktoria Nuland. Ja.
Danke, da finde ich also noch, finde ich noch wichtiger, deswegen nicht nur einfach die für mich schönste Frau der Welt, sondern auch jetzt endlich auf unserer Seite. Ich freue mich. Es wird bei meiner Bewunderung aus Wer der Entfernung bleiben. Wer dich zur Freundin hat, braucht keine Feinde mehr. Ja. Gut, Übergang zum Krieg. Ja. Wer Frau Nuland zur Feindin hat, braucht keine Freunde mehr oder so. Du wolltest was zum Krieg sagen, auch wenn der Krieg... Achso, nee, wir wollten noch, hast du nicht noch mehr Buntes? Achso, was Buntes? Hatte ich noch was Buntes? Du wolltest noch bunte Sachen sagen. Na, ich wollte nur entwarnen noch, das hatte ich dir, also das wollte ich von vorne weg machen. Es ging das Gerücht um in den sozialen, in oder auf den sozialen Netzen, dass man in Kanada jetzt ins Gefängnis muss für 2 Jahre, wenn man Sprit verherrlicht. Also wenn man sich jetzt, wenn man zum Beispiel, ich tanke gern oder tanke schön oder sonst was aufs Auto schreibt, damit die Zerstörung des Planeten sozusagen propagiert, bewirbt, dann muss man 2 Jahre ins Gefängnis. War fake. War weitgehend fake. Die Agence France-Presse hat einen Faktencheck gemacht und das klargestellt, das stimmt nicht so ganz. Also promoten ist verboten, so kann man sich das ganz gut merken. Wenn du als Privatmann dir selbst einen Aufkleber bastelst für dein 7-Liter-SUV und da steht drauf Dankeschön, dann ist das okay. Aber wenn dieser Aufkleber von irgendeiner Organisation, so Shell oder BP, kommt und du das weiterverbreitest, dann gehst du tatsächlich 2 Jahre in den Knast. Also man muss da schon differenzieren. Aber es ist alles nicht... Gibt es dafür irgendwie eine annähernd plausible Begründung? Was meinst du, weil dass man den Planeten sozusagen das begrüßt, dass der Planet zerstört wird, indem man sich zum Verbrenner bekennt, das geht ja natürlich gar nicht. Ach so. Also, da muss ich nur dazu sagen, da müssen hier natürlich in Europa auch so einige, nicht nur der Fokus und die Krone aus Österreich, sondern auch, wie heißt das? Ich habe das irgendwo auf einen Zettel geschrieben. Ach so, es gibt ein Referenzdatenblatt der EU, und das ist jetzt ja auch durchgesickert, dass es neue Regeln geben wird für die Bewertung von E-Autos und deren CO2 bisher null Emissionswert, dass man jetzt leider sagt, es wird auch berücksichtigt werden, woher der Strom kommt, den diese E-Autos denn so verfahren. Mhm. Und das könnte in Deutschland ein bisschen ungünstige Folgen haben, weil unsere E-Autos fahren ja mit Kohle. Oder mit dieselgeneriertem Strom, der hinter der Tankstelle ist. Ja, oder das. Aber genau. Aber das heißt, die Dänen können wahrscheinlich argumentieren, wir fahren ja mit Wind und die Österreicher mit Wasserkraft, aber wir Deutschen können demnach eigentlich das Fazit der EU ist, dass das also einfach das Ende der E-Autos als günstigste, CO2-günstigste Fortbewegungsart ist. Das heißt, wenn von der Leyen in Kanada ist, muss sie damit rechnen, verhaftet zu werden? Ja, na von der Leyen weiß ich nicht, aber... Ja, die ist ja EU, ja. Ja, ja. Wobei, das macht für mich die E-Mobilität natürlich attraktiv. Weil du dann ein bisschen wieder so gegen den Strich fahren kannst. Weil ich wieder als Umweltsau unterwegs sein kann. Ja. Also mir geht es ja gar nicht um Mobilität, mir geht es ja darum, möglichst viel vom Planeten zu zerstören und dann... Ja, dann nützt dir jetzt dann dein Pommesölverbrenner nichts mehr, oder... Dass du da so rumfährst oder ein Pendelvergaser oder was wir alles so ganz schön ausgedacht haben. Ja, kann man mal sehen, sind die Kanadier doch toleranter, als man eigentlich dachte, ne? Ja. Ist die Meinungsfreiheit doch dann viel höheres Gut, als die Leute immer unterstellen? Ja. So, jetzt aber nichts wie in den Krieg. Das wolltest du ja mal eben. Wolltest ja, hast ja viele kleine Kriegsmeldungen. Nur Kleinigkeiten. Also das, wir werden es sicherlich zum roten Faden in den nächsten Sendungen machen müssen, weil das Thema sich aufdrängt. Also ich würde auch viel lieber über Frieden und Lilifee sprechen, aber ich fürchte, da gibt es einfach aus gegebenem Anlass. Ich muss wieder aufpassen, wie ich formuliere. Ein guter Freund war am Bodensee in einer Veranstaltung, wo Frau Strack-Zimmermann vor jungen Menschen, die an der Zeppelin-Universität studieren, und vor Bürgern aus der Region gesprochen hat und sich stark gemacht hat für eine robustere Ausstattung der Original-Oberkrainer mit entsprechendem Rüstungsgut. Mhm. Insbesondere den Taurus und so weiter. So. Ja, macht und sie ja immer. Bitte? Das macht sie immer. Das macht sie immer, das macht sie in dem Fall auch. Und was das Besondere, weshalb das auch berichtenswert ist, dass mein Freund doch sehr überrascht war, wie harmonisch die Atmosphäre, wohlwollend, geradezu euphorisch
Ich möchte jetzt keinen falschen Zusammenhang herstellen, aber wer Ernst Jandl kennt, kennt vielleicht den Vers: und den Weibern war zu pfingstig ums Heil. Also, ja, ich möchte das, die Kenner werden es in den Kommentaren finden. Jedenfalls war da allen möglichen Leuten sehr pfingstig ums Heil und die Bereitschaft, eine gewisse Wehrtüchtigkeit und Wehrlust an den Tag zu legen, war unter den jungen Menschen sehr, 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 sehr ausgeprägt. Der Freund hat dann sich auch ans Mikrofon bringen können, also nicht gewaltsam, sondern mit dem Argument, dass man doch einen vielstimmigen Dialog brauchen könne. Ist nicht mit Wohlwollen kommentiert worden, was er gesagt hat. Und beim Verlassen des Gebäudes hat man ihm auch den Stinkefinger gezeigt und ihm auch ansonsten durch vielerlei Kommentare deutlich gemacht, dass er eigentlich unerwünscht ist. Und das, was er sagt, insbesondere weil er den großen Fehler begangen hat, und das kann ich als Tipp weitergeben, auch an unsere Zuschauer, man darf diese jungen Menschen nicht mit allzu vielen Fakten verwirren. Mhm. Je mehr man den Eindruck erweckt, sich in der Sache auszukennen, umso weniger ist man eigentlich qualifiziert, sich zu äußern. Ja. Das war auch ein Fehler, den er gemacht hat. Jedenfalls ist mir dann... Sein Vergehen bestand worin? Also einmal Verwirrung zu stiften durch Dass er Kenntnis. Diplomatie gefragt hat, Kenntnis gebracht hat und eben auch verwiesen hat auf Sachverhalte, auf die wir vielleicht auch noch eingehen werden, wo der Westen sich, sagen wir mal, die Gelegenheiten zu einer friedlichen Beilegung des Konflikts hat entgehen lassen. Also er hat den Frieden gestört in dieser Veranstaltung. Genau, indem er den Krieg für... Kritisiert hat, oder? Indem er den Krieg kritisiert hat, ja, genau. NATO-Doppelnamenbeschluss gegen Marie Agnes Strack-Zimmer-Flak. Das gab's doch mal früher. Oder? Ist das nicht so? Entschuldigung. Wir können die Sendung abbrechen. Hängt jetzt ab. Diese Pointe, die ist uneinholbar großartig. NATO-Doppelnamenbeschluss, ja. Was mich jetzt veranlasst hat... mal nachzuspüren, warum diese Generation, die man ja auch mit der Schneeflocke so assoziiert, weil sie doch so zart und kristallin und individuell und so ist, warum die so eine hohe Affinität zu Kriegsperspektiven hat. Und ich könnte das ironisch machen. Ich versuche es mal halb ernsthaft zu machen. Es gibt so ein paar Punkte, wo ich habe mal aufgeschrieben, was ist denen wichtig. Und wir überprüfen mal gemeinsam, ob unter Kriegsumständen diese Lebensprioritäten auch aufrechtzuerhalten sind. Ja. Also erster Punkt wäre für mich vegane Ernährung. Mhm. Passt. Das ist ja das Erste, was so passiert, wenn man mitten so im Gefecht ist und dann sagt man, nee, gibt das auch in vegan und so, nee, ich mag lieber ohne und glutenfrei und so. Also diese ganzen Ernährungsbesonderheiten, darauf wird ja Rücksicht genommen unter Kriegsbedingungen, ne? Absolut. Wurzeln ausbuddeln ist immer vegan. Ach so. Und ja. Ja, und das ist einfach, Kriegs ist ja auch immer so eine Zeit des Überflusses, wo wirklich jedem Tierchen sein Pläsierchen geboten wird, auch im Hinblick auf Ernährungsfragen. Und wo dann immer alle sagen, so, das mag ich jetzt aber nicht. Und dann wird dann aus der großen Gulaschkanone, also, oh Gott, wie ist das Äquivalent zu Gulaschkanone, das vegane Äquivalent? Die Tofu-Kanone. Ja, dann sagt man, nein, das musst du nicht essen, ist okay, ich mach dir was extra. Also das ist schon mal gewährt. Zweiter Aspekt, der denen wichtig ist, gewaltfreie Kommunikation. Mhm. Ist ja auch kommunikationsfreie so Gewalt. Und mit dir gesprochen, kommunikationsfreie Gewalt, das wäre im Krieg in jedem Fall gegeben. Aber du willst gewaltfreie Kommunikation im Schützengraben? Oder? Ja, okay, so. Wenn Sie einverstanden wären, würden Sie jetzt möglicherweise Ihr Gewehr jetzt mal auf den Feind richten und ziehen. Also ich glaube, diese ganze Befehls- und Gehorsamkette baut ja auf dem Prinzip der gewaltfreien Kommunikation, ja. Oder? Und insofern, glaube ich, ist auch das ein guter Grund, so wenn man diese Ziele hat, Krieg zu befürworten. Weil, ja. Mhm. Dann habe ich noch ein Thema, was denen ja sehr wichtig ist, ja, klimaneutrale Mobilität. Mhm. Ist im Krieg ja auch, oder? Wieso? Aus einem Kessel kommt man ja gar nicht raus, von daher ist da gar keine Mobilität. Oder? Und man fährt ja mit so einem Elektropanzer dahin gefahren. Ja, ja. Ja, ja, viele ja auch mit dem Lastenrad. Ja. Aber du meinst, deswegen ist die Begeisterung auch so groß für Krieg? Ja, ich versuche jetzt an diesen Punkten zu zeigen, warum das so gut passt. Ja. Mhm. Und dann habe ich noch, was den jungen Leuten wichtig ist, ist eine ausgeglichene Work-Life-Balance. Auch das ist unter Kriegsbedingungen ja immer gegeben. Mhm. Das ist ja so, dass man dann so um Viertel nach fünf sagt, nee, sorry, jetzt gehe ich aber nach Hause. Ich muss jetzt erstmal wieder meine Freundin
Ja, 20-Stunden-Woche. So. Ja, 20-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, das ist auch Krieg, oder? Scheint mir so, ja. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, aber wenn du das so aufzählst, scheint doch alles, verstehe ich, warum sie dafür sind. Es sind aber auch nur 30%, müssen wir ehrlich sagen. Die anderen scheinen das noch nicht ganz zu überzeugen. Da ist noch Arbeit zu leisten. Es sind ja wohl nur 30%, die unbedingt wollen. Da ist noch was zu tun. Ja, deshalb versuche ich ja diese Punkte mal ein bisschen stark zu machen, weil ich muss schon noch sagen, der Krieg hat echt ein nicht so gutes Image, weil der Krieg wurde ja von den Nazis für ihre Zwecke missbraucht. Ja, großes Problem. Ja, und deshalb muss der sich ein bisschen, ja, braucht er so ein Reframing oder vielleicht wie damals so ein Relaunch als. Ja. Weil der hat ja ein bisschen seine Unschuld verloren durch die Nazis. Mhm. Ja, aber Launch ist ein guter Übergang, wenn du jetzt nicht noch weitermachen willst dazu. Nee, das war schon für mich. Also was ich jetzt noch diskutieren würde, wäre, wann ist der richtige Moment, sich umzubringen oder das Land zu verlassen. Aber das würde vielleicht... Das können wir vielleicht ein bisschen verschieben. Nicht, dass du auf sofort kommst und wir können nicht weitermachen. Lass uns wenigstens noch zum Ende der Sendung machen wir noch weiterreden. Ja. Über die unsere Oberste und Soldaten, die dann abgehört werden wegen Angriffsplänen auf die Brücke. Müssen wir gar nicht so viel reden. Die haben wir schon. Schreib mal auf meine Liste, informationelle Selbstbestimmung ist auch was in Kriegszeiten ganz wichtig ist. Ne? Ja, mach mal die Liste noch gerne weiter. Aber dieser Angriff, der geplante Angriff auf die Kertschbrücke, glaube ich, da scheint mir nicht so wichtig zu sein. Die haben wahrscheinlich nur zu viel Krimsek getrunken, die Jungs. Ja, ganz lecker. Aber du hast gesehen, und das fand ich sehr schön, dass dann die Reaktion des russischen Fremdenverkehrswegebombardierungsamtes daran bestand, im Fernsehen die schönsten Ziele in Deutschland mal zu präsentieren. Was früher so irgendwas anderes war. Aber das waren ja jetzt so dann die Brücken, die Russen dann im Tausch gerne auch zerlegen würden, fein ausgerechnet auch nach Metern, so im ersten Programm. Ich fand das wirklich interessant. Aber da sind wir doch schon vorbei. Interessant, ja. Das Magazin für den geneigten Verbraucher, die schönsten Ziele in Deutschland. Was mich jetzt wiederum mit so ein bisschen Lokalpatriotismus erfüllt hat, dass auch die große Rheinbrücke in Köln am Dom auch dabei ist. Das muss ich auch sagen. Das hätte mich echt gekränkt, wenn die da nicht vorgekommen wäre. Das hat mich ja besonders gefreut, weißt du ja, aus niederen Beweggründen. Du weißt schon, Bayern-Fan, müsst du mal Vizekusen, da kommt doch keiner mehr hin, die können doch die Leverkusener gar nicht mehr mit Gegnern versorgen. Und dann also das heißt, Bayern nur Meister. Das heißt, der Krieg wird ausbrechen vor dem Ende der Bundesliga-Saison, damit die nicht Meister werden? Ja, weil Thomas Tuchel sich den Fuß gebrochen hat. Nee, aber ganz im Ernst, also die Russen haben diese Ziele, die schönsten Ziele in Deutschland präsentiert und die schönsten Urlaubsziele für Kindschallraketen. Was fällt uns denn da noch ein? Lass uns mal ein bisschen mitarbeiten. Wir müssen ein bisschen Fremdenverkehr. Ich wusste das gar nicht alles. Diese Brücke in Magdeburg zum Beispiel, die kannte ich überhaupt nicht. Ich habe so viel gelernt in diesen wenigen Minuten. Du kennst das. Ja, und man muss ja auch nicht nur Brücken bombardieren. Es gibt ja auch noch andere schöne Ziele. Ja, den Brocken zum Beispiel im Harz. Oder die Zugspitze. Oder warum sollen wir die denn bombardieren? Strategisch? Die Russen? Warum? Welche Bedeutung hat denn der Brocken? Ich mach doch, pass mal auf. Ach so, du versuchst die Russen abzulenken. Ich versuche die Russen jetzt total zu verarschen. Ja, das ist gut. Jetzt mach das mal ein bisschen ernster. Weil das ist ja so, man denkt ja, wir würden die Regierung kritisieren, weil Putin uns aufhetzen würde. Weil eigentlich macht die Regierung ja alles toll. Mhm. Und nur weil der Putin uns so an seinen Strippen so ein bisschen den Geist verwirrt, kritisieren wir die Regierung. Das wäre mir sehr unangenehm. Mhm. Ich möchte das auf eigene Rechnung und eigene Gefahr tun und möchte schon gar nicht irgendwie die Marionette Putin. Ich möchte auch nicht von Putin regiert werden. Und deshalb bin ich ja im Krieg gegen beide. Mhm. Ja. Und gegen beiden sogar auch. Und, und deshalb verarschen wir jetzt, der Zugspitze. Die hören jetzt zu, die Russen, während wir Geheimnisse ausplaudern. Von welcher strategischen Bedeutung der Brocken und die Zugspitze sind für die Versorgung unserer Truppen. Der Zuckerhut auch, aber aber auch die Kühlbrandbrücke zum Beispiel. Ist die nicht wichtig? Nein, die soll sowieso gesprengt werden. Ach so. Ja, da können
die, können wir den. Die muss eh weg. Das können wir vielleicht noch rausschneiden. Ja, und so irgendwelche Oberkieferbrücken vielleicht noch. Also, dass man einfach sagt, das sind die Ziele, die ihr vergessen habt. Ja. Da sollte man doch, sollte es doch noch einiges geben, so diese eingestürzten Brücken hier und da, die schon kaputt sind und wo mal einer noch was draufschmeißen kann. Vielleicht ist es ja, vielleicht ist ja diese Infrastrukturkrise, die wir über die letzten Jahrzehnte aufgebaut haben, schon eine Militärtechnik gewesen. Ja, um jetzt zu sagen, genau. Edge, da, du kannst uns gar nichts, weil wir, unsere Brücken fallen ja von selbst zusammen. Naja, aber die geben wir jetzt als Ziele an. Ja. Also alles, was bei uns so eingestürzt ist an schon Brücken und Gebäuden, daraufhin können dann die Russen ja ihre Kindschals da rein feuern. Dann haben wir da aufgeräumt, also sparen wir uns den Sperrmüll. Ja. Und die Raketen sind kaputt. Ja, die, genau die. Wobei, lass es mich nochmal von der anderen Seite aufrollen. Also, ich weiß nicht, wie dir das geht, so im, selbst im Fadenkreuz zu stehen, ist schon was anderes, als die Waffe auf andere zu richten, oder? Ich finde es immer netter, so selber so durch das Fadenkreuz zu gucken und mir dann vorzustellen. Ich mache es nicht, aber ich könnte so, ne, das ist toll, das gibt einem so ein Gefühl von Potenz. Mhm. So Weltmännertag, ja, so hinterm Zielfernrohr. So als potenzielles Opfer, selbst wenn es so alte Brücken von uns sind, also, weiß nicht, fühlt sich jetzt für mich... Ja, war aber vielleicht auch das Ziel. Ja, das sind, sollten die Russen doch gewohnt sein, dass sie die Opfer sind, dass es völlig okay ist, weil wir ja die Guten sind, wenn wir jetzt auf die Ziele uns ausmalen, was wir da zerstören und so. Mhm. Finde ich ein bisschen kindisch jetzt auch, dass die das jetzt einfach so umdrehen und... Naja gut, also zum Glück hat das ja hier... Propaganda. Zum Glück hat das ja hier keiner mitbekommen. Also außer uns. Wir haben, die anderen kriegen ja gar nicht mit, dass sie jetzt im Fadenkreuz sind. Ach, Gott sei Dank. Das war ja russisches Fernsehen, das wird ja hier nicht so richtig verbreitet, oder? Was hier auch nicht verbreitet wird, ist, wie aggressiv dieser Putin eigentlich ist. Was diese permanente Vernichtungsdrohung, die er... Weißt du, was der wörtlich gesagt hat auf einer Pressekonferenz? Es wäre im objektiven nationalen Interesse Deutschlands, die Russophobie abzubauen. Mhm. Russland würde Deutschland nach wie vor die Hand ausstrecken und irgendwann würde eine Generation von Politikern heranwachsen, die diese Hand ergreifen würden und damit den eigentlichen Interessen Deutschlands entsprechen würden, insbesondere im Hinblick auf Energie, Frieden und Völkerverständigung. Kannst du mal sehen, was das für ein durchtriebener Irrer ist? Unglaublich, ja. Ich habe selten eine brutalere Vernichtungsdrohung gehört als das. Ja, das ist ja reine Demagogie, oder wie das heißt. Demoskopie. Demagogie, so rum, ja. Ja, hatte ich noch nicht mitbekommen. Also jetzt ist meine Abneigung die noch viel, viel, viel größer als vorher. Und gut, dann bleiben wir die Reihen festgeschlossen gegen Putin. Ja. Und wir machen jetzt auch nicht unseren wehrkraftzersetzenden Defätismus hier so mit irgendwelchen einschränkenden Bemerkungen, oder? Zu dieser Kriegsgeschichte. Es gibt so viele Stimmen auch auf unserer Seite, die ich gar nicht gerne höre, dass die Amerikaner uns reingelegt haben und dass wir hier als Bauernopfer gerade verheizt werden. Das sollten wir dann vielleicht lieber verschweigen, oder? Och. Auch, also wenn, jetzt, ich, das, schon gesagt wenn ich das sagen dürfte, hätte ich das gesagt. Du, bevor wir zur Pandemie kommen, wollten wir noch kurz über Vicky reden. Ja, Nuland, unsere Freundin. Genau. Ja, ja, ganz wichtig, schade, dass sie weg ist. Ja. Weißt du da Näheres? Habt ihr telefoniert? Warum sie? Sie hat gesagt, sie weiß auch nicht, was los ist. Sie versteht die Welt nicht mehr. Sie hat sich so eingesetzt für Diplomatie, Völkerverständigung und für die Interessen des Wertewestens. Mhm. Hat sie denn was gesagt zu dieser Untersuchung, die da gegen sie läuft? Welche Untersuchung? Ist sie krank? Muss sie ins Krankenhaus? Ja, nein, das Federal Bureau of Investigations untersucht ja schon länger an Krankenhäusern, an ihr rum. Und ich dachte, sie hätte da vielleicht mehr dazu gesagt. Ich hatte nur die letzte Information, dass dann ja von die 10 Milliarden, die in Sachen Maidan-Umsturz von Vicky verwaltet worden sind, sollten eigentlich nur 5 sein. Und jetzt nochmal weitere 120 Milliarden, die da in der Ukraine irgendwie gerade korrupt verloren gegangen sind, die Hälfte. Da läuft wohl seit einem halben Jahr eine Untersuchung des FBI mit dem Außenministerium. Da gibt's also das heißt, man nimmt ja nicht Zahlen. Übel, dass sie hinter den Kulissen ein wenig nachgeholfen hat, sondern dass sie sich hat erwischen die Bilanzen lassen. Nicht stimmen. Ja, es scheint so zu sein, dass da
noch größere. Das ist ja schließlich Steuergelder, muss man ja auch sagen. Ja, aber sie ist ja nur wegbefördert worden jetzt zum Glück. Ach, Gott sei Dank. Also, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Die Chefdiplomatin, heißt die eigentlich so? Ich habe das irgendwo gelesen, das ist die rangdritthöchste Diplomatin der USA, oder? War sie. Da kann man mal sehen, was Diplomatie so alles bedeuten kann, ne? Ja, da habe ich ja auch so viel gelernt, sagte ich dir ja. Ich habe mich so gewundert, weil ich dachte, auch die Botschafter waren ja eingeladen. Ganz kurz, dann hören wir auf den Krieg. Aber der Herr Lavrov, der ist ja so ein russischer Politiker, wer das nicht weiß, der, glaube ich, Außenposten, Außenminister, der hat ja dann die in Moskau sitzenden Diplomaten, also die, wie heißen die? Nee, Botschafter, eingeladen oder gesagt, kommt mal vorbei, wir müssen mal reden. Was hier gerade passiert, dass wir mal die Diplomatie wieder stärken, und die haben alle abgesagt, gleichzeitig. Ich habe immer gedacht, dass ein Land wie Deutschland oder Russland die Botschafter der anderen Länder sozusagen duldet und das, was mit Diplomatie zu tun hat. Dass weil man die so im Zweifelsfall dann Nachrichtenkanäle aufrechterhalten. Ja, so zwischen, genau. Ja. So wundere ich mich, aber ich bin auch nicht besonders helle. Also ich habe mich nur gewundert, dass man das dann, ist das nicht eigentlich Arbeitsverweigerung? Also ich bin hier genau dazu in diesem anderen Land, um zu schlichten und... Weißt du eigentlich, woher das Wort Eskalation kommt? Nein. Escalier ist die Treppe, das heißt, also, es wird eine weitere Stufe nach oben getan, und für mich ist das eine Eskalationsstufe. Mhm. Wenn du den diplomatischen... Das Gesprächsangebot, es muss ja nicht Einvernehmen herrschen, aber du kannst ja, der Dissens kann ja im Rahmen von Gespräch nochmal zum Thema werden. Selbst wenn du das ausschlägst, ist das für mich kein gutes Signal in Sachen Krieg. Nein, das ist aber ein gutes Stichwort. Wie du weißt, bin ich ja, auch wenn wir den Gedanken wahrscheinlich nicht zu Ende kriegen, wollen wir es mal versuchen. Also diese Eskalation und das exponentiell eskalierende Panikgeschrei. Sagte ich dir ja, scheint für mich mal als Arbeitshypothese auch Methode zu haben. Jetzt nicht nur im Krieg und in Russland, sondern dass man sagt, hast du die Zeit und die Nerven, da mit mir durchzugehen? Also so. Wir hatten das ja in fünf Schritten geplant. Ich finde es toll. Pandemie, KI, Wirtschaft und Cirque du Soleil Teller jonglieren. Ja. Ja, genau. Mal gucken, wie wir diese Stichworte in die richtige Reihenfolge kriegen. Fangen wir mal mit der Pandemie. Sag nochmal was für alle, die das nicht so mitbekommen haben. Genau, okay, machen wir die Pandemie. Also das haben wir letztes Mal vergessen. Wir sollten es einmal erwähnen. Wir müssen da vorsichtig sein wegen Löschungsgefahr durch Siram. Ich denke, es weiß jeder, wovon wir sprechen. Wir haben auf der einen Seite... Für mich ist das sehr schwierig, das zusammenzubekommen, weil die Widersprüche so groß sind. Ich habe eine offizielle Erzählung, die ich natürlich glaube. Die wollen wir in Stichworten durchgehen. Der Herr Krischi ist ja wieder aufgetaucht in Drosten, falls sich noch jemand erinnert. Das war doch der Kleine mit den süßen Löckchen, ne? Ja, der hat ja nochmal betont, er hätte durch seine, die auch von ihm vor allem verursachten Lockdowns schon in der ersten Welle 190.000 Menschenleben gerettet. Und jede Familie hätte in dieser ersten Welle einen Toten zu beklagen gehabt und dann zwei und dann drei. So, das habe ich gehört. Da war ja auch Alina dabei. Und habe nur gedacht, das ist komisch. Also da, ich habe das gar nicht so mitbekommen. Weiß nicht, wie es dir geht. Ob das tatsächlich so war. Doch, bei uns war er zu Hause. Der hat gesagt, meine Mutter ging es sehr schlecht. Die hatte ja dann diese Krankheit und dann ist der Krischi gekommen, hat sie gepflegt, hat ihr... Ja. Vitamine gegeben und hat ihr Immunsystem gestärkt. Also ich habe das schon mitbekommen. Der hat ganz viel getan. Gut. Und also kurz, andere Länder hätten gerne eine solche Regierung wie unsere gehabt und solche Chef-Virologen und hätten das auch gern in der Zukunft. Das wollen wir mal so weitergeben. Ich mache mal erstmal den Blick auf die eine Seite. So, dann gibt es das Magdeburger Nadelkissen. Auch das hast du mitbekommen. Es hat sich ja ein 62-Jähriger aus dem schönen Magdeburg 267 Mal oder 271 Mal impfen lassen, immer im Abstand von wenigen Wochen in den letzten Jahren. Und es geht ihm gut. Ich fand diese Meldung wahnsinnig schön und erleichternd. Halleluja. Ja, eben. Ja. Das heißt, er gehört nicht zu den amtlich bestätigten 467 Impfgeschädigten. Auch das hat ja das Paul-Ehrlich-Institut nochmal unterstrichen. Aber er illustriert das ja ganz gut, oder? Wenn man sagt, ja, er hat sich 276 Mal impfen lassen. An.
Da besteht nun gar keine Gefahr und das Paul-Ehrlich-Institut weiß das ja auch. Also wir haben eine Quote von, ich habe es vergessen, 0,000012 oder so bei 65 Millionen Impfungen und 467 leicht Geschädigten. Es gibt dazu noch dann die Empfehlung der amerikanischen Behörden, sich jetzt wieder zweimal boostern zu lassen, auch eben wegen des Magdeburger Nadelkissens. Und wer das kontrolliert? Die neu zusammengesetzte ständige Impfkommission von Herrn Lauterbach. Darin finden wir... Die von unabhängigen Experten mit hoher wissenschaftlicher zum Kenntnis Beispiel Frau Rossmann, auf die wir uns besonders freuen, weil sie gearbeitet hat als Professorin der Kommunikationswissenschaft über Arztserien im Fernsehen. Ach. Die entscheidet, ist jetzt Impfexpertin, da wissen wir doch unsere Arme in guten Händen, denke ich. So, ich versuche auf jeden Fall. Versuche es mal das Positive jetzt darzustellen. Also wenn man auch sagt, es gibt ja noch so eine WHO-Entscheidung, du erinnerst dich anstehend, die International Health Regulations müssen verabschiedet werden. Die Vorschläge, das überall so gut läuft wie in Deutschland, genau, nicht so ein Flickenteppchen genau, steht. Ja, diese Vorschläge sollten auf dem Tisch liegen, 4 Monate vor der Abstimmung. Die Abstimmung ist, glaube ich, im Mai. Die Vorschläge sind noch nicht da. Wer nicht widerspricht, stimmt zu. Und ich gehe davon aus, dass bis Mai dann irgendwas passieren wird, dass wir das alle einfach durchwinken, ohne es gelesen zu haben. Das ist die eine Seite. So, entschuldige, wenn ich das ein bisschen... Ich hoffe, ich kriege sortiert rüber. Ich wollte das letzte Mal einfach mal erwähnen, weil es auf der anderen Seite, die ich dann nicht so richtig... Wenn ich das kurz noch zusammenfassen darf, warum es wichtig war, diese erste Seite, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, das ist ja nicht nur eine Seite, sondern das ist das herrschende Narrativ. Ja. Damit wäre sozusagen der Fall für die Beteiligten erledigt. Mhm. Ja. Jetzt gibt es, wie das häufig so ist, auch andere Seiten. Mhm. Genau, und wir wollen das nur erwähnt haben und werden es auch verlinken im Schweinsgalopp. Also was ich nicht so ganz damit zusammenkriege, ist, dass ja die Zahlen jetzt, es gibt ja 99 Millionen Datensätze, die mal angeguckt worden sind von unabhängigen Forschern. Daraus ergibt sich ja ein bisschen anderes Bild als das, was das Paul-Ehrlich-Institut da so angibt. Das ist dann eher einer von 500 bis 1000 Geimpften ist leicht, mittel oder schwer geschädigt oder tot. Wird nicht so richtig kommuniziert, dass dann eben auch der Herr Weinstein und der Herr Kirsch bei Herrn Carlson sitzen und sagen, wir haben durch Serumverwendung, um mal nicht den Begriff zu verwenden, 10 bis 17 Millionen Todesopfer und es wird darüber aber nicht gesprochen. Da fand ich die Einschätzung von Carlson ganz gut. Er sagte, die Regierung weiß, wie viele Heterosexuelle und Herzchirurgen es gibt und wie viele bisexuelle samoische Flugzeugkapitäne in den USA, aber wir wissen nicht, wie viele Leute einen Impfschaden haben. Ist doch erstaunlich, oder? Warum spricht darüber niemand? Gut, nochmal, ich kriege das nicht so ganz zusammen, aber diese Seite wird ja auch vollständig ausgeblendet, oder? Meine kritischen Nachfragen. Ja, oder werden in so verschwörungsunternehmerischen Bubbles forciert, damit Leute Geschäfte aus der Angst und der Delegitimierung des Staates machen können. Mhm. Mhm. Ich glaube, es ist aber ein wichtiger Punkt, also dass wir das nochmal abgearbeitet haben. Für mich ist das die Säule Nummer 1 dieser eskalierenden exponentiellen Eskalation. Es gibt zwar noch so ein paar Nachfragen, aber wir haben es eigentlich geschafft in einer zweiten Phase, bevor die vielleicht doch ein bisschen betroffenen Geimpften dumme Fragen stellen oder auch jetzt fragen, warum kostet Paxlovid plötzlich doppelt so viel, ich muss das selber bezahlen und, dass man sagt, wir haben dann eine zweite Stufe gezündet und das war, das Gas ist plötzlich 5-mal so teuer und wir müssen alle uns eine Wärmepumpe einbauen und du erinnerst dich, glaube ich, dunkel. Ja, selbstverständlich. Das will ich jetzt mal abkürzen, damit uns unsere Zuhörer nicht verlieren. Also, dass man sagt, wir haben eine, bevor die Leute anfangen zu fragen, was war denn das eigentlich mit dieser Testemie und was ist denn eigentlich damit passiert und warum habt ihr die ganzen, so viel Geld ausgegeben, wo ist das eigentlich alles hin, machen wir eine neue Veranstaltung auf,
also ein wirtschaftliches Problem. Und wenn das von der Wand fällt, dieses Narrativ oder in Frage gestellt wird, dann machen wir ein weiteres Fass auf, Eskalation. Dann ist also jetzt in der Ukraine Brenz. Und sobald da wiederum Fragen aufkommen, wie jetzt bei Frau Nuland, wie viel Korruption ist da eigentlich im Spiel und sollten wir das nicht mehr lassen, bleibt uns doch eigentlich nur noch eine letzte Eskalation. Und das wäre, du meinst, irgendwie die Treppenstufen nach oben werden weniger und auf der letzten liegt etwas sehr Unschönes? Mir scheint das so und deswegen war das auch das Bild von dem Tellerjongleur. Das ist ja für mich Robert, also in Deutschland jedenfalls, Robert Habeck, du erinnerst dich, der ganz viele, also freihändig, also erstmal ganz viele Teller anstößt, so ein chinesischer Tellerjongleur. Wir müssen das mal für unsere jungen Zuschauer erklären. Das ist eine lange Reihe von aufragenden Stäben, auf die man rotierende Teller platziert, die man dann durch die Stäbe am Rotieren hält. Und das geht, wenn man ein, zwei davon im Auge behalten muss, ganz gut. Mhm. Und je mehr das werden, umso besser muss man eigentlich in der Kunst des Tellerjonglierens sein, weil die Gefahr besteht, dass man an mehreren Orten gleichzeitig eine Krise entdeckt, die man nicht gleichzeitig lösen kann und zugleich keine weiteren Teller mehr hat, die man hochrecken kann, um das Publikum abzulenken davon, dass die Teller hinten runterfallen. Ist das der Sinn des Bildes? Ja, das ist dieses Bild. Also man stößt dann ganz viele Dinge an. Das ist hier ein Weltrekordversuch gewesen von Robert, ganz viele Teller gleichzeitig anzustoßen auf den Stangen. Vielleicht ist es aber auch... Die Energiewende war auch so ein Teller, ne? Ja, die Energiewende. Ja, kann man auch sagen, das könnte man ja auch fragen, geht das eigentlich gut, wenn wir uns, ja? Ja, da gibt es dann eben schon so viele Fragen jetzt zu einzelnen Tellern. Das waren das Wärmepumpengesetz und das nächste Gesetz und der Haushalt. Landwirtschaft ist auch so ein Teller, ne? Diese Landwirtschaft ist ein Teller, die jetzt hat ja uns sogar der Bundesrechnungshof uns Schwurblern hier irgendwie quasi die Show kaputt gemacht, indem selbst die jetzt darauf hinweisen, dass das, was der Tellerjongleur da so jetzt bisher in die Wege geleitet hat, in eine Katastrophe münden wird für Deutschland. Also die Energiesicherheit nicht gegeben ist und dann gibt es diese ganzen Regularien für die Industrie, die schon weitgehend abgewandert ist oder eben auf Kurzarbeit umstellt. Ich sage nur, wir können die Teller einzeln betrachten. Es war ein ehrgeiziger Versuch, einen Weltrekord aufzustellen, auch wenn man das nicht richtig kann oder so. Also ich mache jetzt 48 Teller gleichzeitig. Jetzt scheinen sie aber ja auch gleichzeitig runterzufallen. Und ich meine, zumindest würde ich das so machen als Hochstapler, man sagt, wenn dann jetzt bloß draußen eine Explosion stattfände, dann könnte ich ja sagen, das war ja nicht meine Schuld. Dass die Teller runtergefallen sind. Dass die jetzt alle gleichzeitig runtergefallen sind. Das war ja nun eindeutig da draußen, aber irgendwas auf dem Parkplatz. Habt ihr ja alle gehört. Und deswegen glaube ich, dass diese letzte Stufe jetzt erreicht ist, dass man sagt, wir brauchen jetzt eigentlich, um das zu vertuschen, was wir dann, also drei Phasen weit zu vertuschen und jetzt das letzte zu vertuschen, brauchen wir einen Krieg. Damit man sagen kann, der hat es kaputt gemacht. Das heißt, das ist so wie mit den Brücken, die von selbst zusammenfallen. Aber wenn man sagen kann, ja, das hat der gemacht, kann man jetzt sagen, also unsere Wirtschaft kollabiert, Energie, Landwirtschaft und all diese Punkte, die du genannt hast, das ist erstmal Schuld der anderen. Und mein eigener Beitrag wird nicht mehr groß diskutiert, weil wir ein Thema haben, das als Knall so laut ist, dass diese vielen kleinen Grundgeräusche der Verwesung und Verwüstung da untergehen in dem großen Knall und nicht mehr gehört und auch, du willst doch jetzt nicht, wo wir mit dem Rücken zur Wand stehen, über Corona sprechen. Ja, eben. Also aber das ist doch richtig clever, finde ich. Mhm. Also dass man sagt, wir vertuschen, also das ursprüngliche Verbrechen war die Testemie. Also da hat sich die Pharmaindustrie massiv bereichert, uns alle verarscht. Gut. Um das zu vertuschen, legt man darauf dann jetzt irgendwie, wir müssen den Planeten retten vor dem unsichtbaren Feind CO2, ihr seid schuld, wir brauchen jetzt Wärmepumpen. Also man vertuscht das erste Verbrechen mit was noch viel Dramatischerem. Wenn dann zum zweiten Verbrechen was gefragt wird, dann fällt einem das dritte ein, was dann noch ein bisschen lauter daherkommt. Und wenn die Leute auch
das jetzt merken, am Ende stellen wir ganz viele Fragen. Jetzt kämen wir in die Nähe von ganz vielen, vielen Fragen zu allen drei Vorgängen. Und dann knallt es auf dem Parkplatz. Und alle Fragen sind beantwortet. Was ich ein bisschen beschönigend und auch irreführend an deinem Bild finde, ist, dass du eine räumliche Distanz zwischen dem Knall auf dem Parkplatz und dem innen drin sitzenden Publikum, das relativ unbeschädigt von dem Knall, immer noch den Teller-Jongleur beurteilt. Könnte es sein, dass der Knall möglicherweise die Wand zwischen dem Saal und dem Parkplatz zerfetzt? Das hieße was? Dass der Kaiser-Jongleur, dass der Krieg zu uns kommt? Nein. So. Dass sozusagen auch das Publikum gar nicht mehr in einer Beobachterrolle ist, sondern einfach überhaupt die Muße, Fragen zu stellen, die den Rahmen demokratischer Selbstheilungs- und Klärungsprozesse nicht mehr vorfindet, sondern dass der zertrümmert wird durch Krieg. Also dass man auch, vielleicht auch diese lästigen Leute, die Fragen stellen, dass die vielleicht dann irgendwann gar nicht mehr da sind? Ja, aber das ist dann so die Endlösung aller Fragesteller. Oder eine Endlösung, sag ich. Entschuldigung, das ist so rausgerutscht. Die Finalsolution wollte ich auch sagen. Die Finalsolution dieser ganzen lästigen Fragerei. Aber man muss doch anerkennen, dass das Methode hat und auch durchaus eine intelligente Methode. Findest du nicht? Also ich finde da immer wieder, bewundere ja. Das immer wieder. Man kann ja vielleicht dazu raten, wenn wir sowas schon machen, wir sind ja unter uns in einem sehr kleinen Kreis, die das sowieso alle wissen, aber ich würde immer versuchen, diesen einen Schritt zurückzumachen und dann mal über den Zeitraum von 2020 bis jetzt kurz vor auf dem Parkplatz knallt, sich mal zu fragen, wer denn eigentlich von diesen ganzen Vertuschen nach Zahlen, wer davon am meisten profitiert. Und das ist ja relativ klar. Also wenn man dann sagt, wir als solidarische Weltgemeinschaft 2020 gemeinsam angetreten im Kampf gegen die gemeine Pandemie, da haben nun die vorher alles hatten, ihr Vermögen verdoppelt und die vorher schon nichts hatten, haben davon auch nochmal ein Dreiviertel verloren. Das sind einfach Zahlen, die man ja nicht von der Hand weisen kann. Also irgendwas stimmt hier nicht und das sollte auch aus unserer Sicht, ist relativ klar. Also ich kann dir sagen, wer am meisten davon profitiert. Sag nicht du. Nein, der Sänger von U2. Das ist ja Cui Bono. Ja, ach der. Ja. Das muss man sich ja immer fragen. Der profitiert davon. Ja. Der steckt dahinter. Ja. Richtig. Das ist eine fiese Map. Ja? Ja. Der profitiert ja eigentlich von allem, oder? Der ist wirklich drin mit dem ganzen Kram. Ja. Ist als Gutmensch unterwegs und ist aber gut, das ist wieder Verschwörungstheorie. Aber das ist eine ganz wichtige Frage. Also lass mich mal versuchen, das ein bisschen zu sortieren. Du hast es in eine zeitliche Abfolge des Vertuschens von Vertuschungen durch Vertuschungen beschrieben. Mhm. Dann kann man das ja in einer systematischen Hinsicht beschreiben, dass politische Schauplätze inszeniert werden, die ein vermeintliches Problem scheinbar lösen, aber dabei gesellschaftliche Verwerfung, ökonomischen Niedergang, Rechtsstaatsverfall nach sich ziehen, aber ökonomische Umverteilung von unten nach oben zustande bringen. Offenkundig, ja. Ja. Und die einen kleinen Makel haben, dass, wenn sie einer genaueren Überprüfung zugeführt würden, möglicherweise die Frage nach der Kompetenz der Politiker aufwerfen würden. Also hat auch das. Habeck Ahnung von Wirtschaft? Sind die Grünen wirklich für Umweltschutz? Ja, ist die Energiewende mehr als bloß ein Wort? Ja, also das heißt, das könnte ja, wenn bei einer demokratischen Öffentlichkeit, die einen Diskurs führt, zu Nachfragen führen. Daraus entsteht jetzt eine Art Ensemble von unglücklichen Konstellationen, der man nicht mehr entrinnen kann, weil man ja nicht zugeben kann, dass man Fehler begangen hat oder möglicherweise auch nicht nur die besten Absichten verfolgt hat. Mhm. Meinst du jetzt die das veranlasst haben oder uns als die das veranlasst haben. Ja. Und dass man sagen kann, so ein kleiner Krieg, der wäre jetzt
auf der obersten Treppenstufe die nächste Eskalation, ja? Ich halte das für die einzige noch verbliebene Exit-Strategie aus diesem ganzen Programm, weil wir nochmal von einer Vertuschung über die nächste Vertuschung zur Vertuschung und so weiter gegangen sind und wir jetzt an eine Stelle kommen, wir, du und ich und die anderen Opfer, nachdem man uns vor lauter unsichtbaren Dingen Angst eingejagt hat, also ja, unsichtbaren Viren, unsichtbaren CO2 und weit entfernten Kriegen, möglicherweise dann jetzt unsere Situation mit 8.000 Euro Nachzahlung für Fernwärme bei Oma Kasubke und 44% Inflation und die Läden machen alle zu, dass wir doch mal an die Stelle kommen, mal stehen bleiben und ein bisschen Abstand gewinnen und sagen, meine Nachbarn sind alle krank von dieser scheiß Impfung. Irgendwie, ich bin pleite, weil ich meine Wärmepumpe nicht eingebaut habe und die Staatshilfen zurückzahlen muss. Mir gefällt das nicht, was hier passiert ist in den letzten 4 Jahren. Das war falsch. Und das hätte katastrophale Folgen, weil wir müssen den Weg weitergehen zu digitaler Identität und digitalen Währungen, weil sonst auch das Bankensystem uns um die Ohren fliegt. Das heißt, wir müssen weiter. Wir müssen in diesen Krieg und danach kann dann die Wiederaufbau-Zementindustrie dann sich noch die Taschen voll machen. Finde ich sehr stimmig. Ich will trotzdem mal eine Gegenposition einnehmen, so ein bisschen rein hypothetisch. Ja. Ja. Du hast nämlich eine Voraussetzung, die ich für diskutabel halten würde, nämlich ein Gedanke, und der unterstellt, dass die Regierung befürchten müsse, dass eine Bevölkerung in höherer Zahl die Beeinträchtigung des eigenen Lebensglücks zu einer Frage der politischen Handlungsfähigkeit machen würde. Ja. Mhm. Mit einem Wort, irgendwann stinkt es denen und die gehen auf die Straße. Ja, du hast recht, das ist ein Schwachpunkt. Diese Befürchtung ist in Deutschland total unbegründet. Ja. Also bevor so ein Deutscher mal irgendwie den Zusammenhang herstellt zwischen dem, wie es ihm geht, und den politischen Entscheidungen der Regierung, allein das dauert schon. Dazu sind wir durch das Bildungssystem im Grunde schon vorbereitet, dass wir das nicht tun. Ja. Dass wir dann aus dieser Einsicht, die sich nicht einstellt, die Konsequenz einer politischen Aktivität ziehen, ist ein zweiter Schritt, der für mich ein gewaltiger Schritt ist. Das ist so eine Mondlandung oder eine gelingende Energiewende sind da für mich viel wahrscheinlicher. Ja, ich verstehe, insofern, was du meinst. Würde ich sagen, geht es vielleicht auch ohne Krieg noch gut. Also die Konsequenz kann ich, Moment, das erste Ja war meiner Neigung zur optimistischen Science-Fiction geschuldet. Du hast recht, sowas gibt es gar nicht. Das geht nicht in Deutschland. Also in Deutschland gibt es keine Menschen, die einen Schritt zurück machen, einfache Dinge erkennen und dann auch noch handeln oder auf den Bahnsteig gehen ohne Bahnsteigkarte und eine Revolution anfangen. Okay, gibt es nicht. Aber die Schlussfolgerung, dass wir deswegen ohne Krieg auskommen, die habe ich jetzt dann nicht so ganz Doch, wenn der Teller schon... Ja, der Teller-Jongleur, wenn dem alles runterfällt, ja, dann sagen sie, oh, der Arme. Das ist so süß. Guck mal, der auch wieder immer leidet. Der geht auch immer mit so einer leidenden Miene und so. Das ist total, finde ich total süß und sympathisch. Und das ist ja auch schwer, so viele Teller gleichzeitig zu jonglieren. Ja. Ich glaube eher, dass das ein bisschen fast die Beliebtheitswerte der Regierung erhöht. Das kann sein. Das ist natürlich auch wieder, okay. Ach, du meinst, das finden die auch noch. Die finden, kriegen die Mitleid und sagen, ach, der und vor allem der meint's ja gut. Und guck mal, ich meine, wer ist auch schon so ambitioniert und versucht so viele Teller, und das könntest du doch auch nicht, so viele Teller gleichzeitig jonglieren und so. Mhm. Meinst du denn, das ist für mich ein neuer Gedanke, meinst du, dass sie den auch noch sympathisch und bewundernswert und prima finden? Ja. Also wenn der, ich der weiß mir das ja auch immer nicht alles. Nein, aber ich sage da immer, der will jetzt CO2 in der Ostsee verbuddeln. Ja, das war ja sein vorletzter Vorschlag. Ja. Und man sagt, was? Und aber offenbar glauben die Leute das. Oder wenn der sagt, es geht nicht die Lage der Wirtschaft, ist schlecht, nur die Zahlen. Ja. Das ist ja auch, sagt man doch wahrscheinlich, wenn ich dich richtig verstehe, sagen die Leute, ja, hat doch recht. Ja, natürlich. Sondern nur Zahlen. Erstens hat er recht, der Faktenchecker sagt es auch. Zweitens, was kann er denn dafür? Ich meine, betreibt ja kein Unternehmen, er ist ja nur der Minister. Ja, dann hat er gesagt, die Kinder kriegen keine Weihnachtsgeschenke
Und er hat Mitgefühl, aber das ist die Schuld des Verfassungsgerichts. Das ist ja dann stimmt auch. Stimmt auch. Ja. Wenn die uns daran hindern, unseren Staatshaushalt auf solide Grundlagen zu stellen. Ja. Okay. Das verändert meine Bewertung. Also ich habe das bis eben anders gesehen. Du hast ja auch gesehen, er war ja auch in der Bundespressekonferenz und hatte eine Frage zum Haushalt. Ja. Völlig absurd für einen, also eben den Wirtschaftsminister was ja zum falsche Haushalt zu fragen. Das geht gar nicht. Es war ja auch dieser Russen, der Warweg von den Russen, weißt du? Ja. Er hat das ja gefragt. Aber Herr Habeck hat da ja dann gesagt, das sei schwer zu ertragen, dass er sich solche Fragen anhören muss. Da kriegst du kein Mitgefühl. Er hat sie dann noch nicht beantwortet, die Frage. Ja. Aber nee, da habe ich gedacht, da muss doch jetzt jeder gesunde Mensch sagen, der kann doch nur. Ja. Mein Impuls ist ganz kurz, soll ich dir einen Pony kaufen, wenn er sowas sagt? Ja, also habe ich aber nicht wirklich Mitgefühl. Und dann denke ich, der wird doch am nächsten Tag hoffentlich entlassen. Aber du sagst, die Leute haben dann. Genau. Die wollen wirklich einen Pony kaufen. Krank ist deine Reaktion. Das ist herzlos, das ist ohne jede Empathie. Mhm. Da treibst du deine Ansprüche irgendwie ins Maximum. Also was Egoistischeres habe ich selten gehört. Das Einzige, was mir noch einfällt, war, als diese komischen Egoisten damals die Bekämpfung des Virus verhindert haben, indem sie auf ihre Freiheitsrechte gepocht haben. Mhm. Weil es ist ja nun völlig klar, dass Grundrechte nicht von Egoisten ausgebeutet werden können. Das wussten die Väter des Grundgesetzes auch nicht, dass irgendwann mal die Falschen sich darauf berufen würden, wie Bernd Zeller sagt. Mhm. Ja? Und die richtige Reaktion ist zu sagen, guck mal, der Mann ist umzingelt von Realität. Ja, und er hat sich bemüht. Ich verstehe gerade. Er hat sich bemüht und das Schöne ist, der lässt einen auch teilhaben an seinen Gefühlen. Das ist nicht so dieser glatte Politiker, der irgendwie hinter so einer Betonfresse seine Macht inszeniert, sondern das ist so ein berührbarer. Ja. Okay, das verändert meine ganze Wahrnehmung, ehrlich gesagt. Ja. Für mich jetzt mache ich ja auch gern mit. Und wenn sich daraus auch noch die Hoffnung ableiten lässt, dass wir gar keinen Krieg brauchen, weil wir so viel Mitgefühl haben. Genau. Mit diesem Authentischen, der dann ja auch sagt, wenn das jetzt nicht so läuft, ich habe auch gar keinen Bock mehr. Auch, genau. Ist ja auch so das ist doch sehr menschlich. Das fühle ich mit. Das geht mir häufig auch so. Ja. Aber dann hast du ja recht. Große Hoffnung. Dann kann man nur sagen, wir stehen fest an Roberts Seite. Ja. Alle Teller sind runtergefallen. Er hat es probiert. Und wir kehren zusammen den Scherbenhaufen zusammen und trösten den Robert ein bisschen. Ohne Rente und so. Ja. Das macht ja auch nichts. Wir halten dann alle zusammen. Ohne Licht im Wildpark. Ja. Und bauen da möglicherweise irgendwas wieder auf aus Lehm. Ja, so weit würde ich jetzt gar nicht gehen. Also es geht ja erstmal darum, jetzt so einen No-Blame-Approach zu wählen. Kennst du das? Ein was? No-Blame-Approach. Ach, No-Blame-Approach. Okay, ja. Mhm. Das ist ja aus der Mobbing-Forschung. Ja. Das ist ja, gibt es halt irgend so jemanden, der anderen das Leben zur Hölle macht. Ja. Ja. Und dann gibt es Konfliktlösungsstrategien, die festgestellt haben, dass es überhaupt keinen Sinn hat zu sagen, der hat das und das gemacht, der war schuld, der muss zur Rechenschaft gezogen werden. Mhm. Sondern der No-Blame-Approach würdigt auch den Beitrag derjenigen, denen es zugestoßen ist, das Mobbing immer mit. Das heißt, es wird so eine Art Verhandlungslösung gesucht, die auch von beiden Seiten ein Entgegenkommen verlangt. Und wir sind nicht alle mitschuld an seinem Versagen. An seinem Mobben. Dass da so viel schiefgegangen ist, weil wir den Staat delegitimiert haben. Ehrlich gesagt, ich habe nicht mit voller Inbrunst an die Energiewende geglaubt. Was soll der Mann auch machen, wenn wir ihn da so hängen lassen? Ja. Ach so, ja. Okay, ja, das ist. Ja. Und jetzt lass uns mal, wo wir schon dran sind. Also ich habe mich ja entdeckt, dass ich jetzt plötzlich, das ist ja so, kennst du ja auch immer so, dass im Nachhinein die Dinge immer etwas schöner aussehen, als während man sie erleiden muss. Ne? Mhm. Ja, kommt drauf an, ja. Ja. Aber jedenfalls zumindest, dass es, wenn man es, ich gebe mal als Beispiel, ich fand ja Helmut Kohl schon schwierig, aber ich fand auch, was danach kommt, nicht besser. Und selbst Merkel traue ich ein bisschen nach. Und was wir Menschen ja können, ist, wir können uns ja sozusagen auch in die Zukunft hineinversetzen und gucken, ich habe jetzt schon Scholz nachgetraut, obwohl er noch da ist. Oha, ja. Weil? Weil Merz schlimmer ist.
Achso, du siehst schon, du siehst das kommen. Der ist ja der nächste Bundeskanzlerin. Ja. Am Weltfrauen, also kurz nach dem Weltfrauentag. Und genau. Der ist ja, also wenn man jetzt mal so eine sozialdemokratische Untugend hervorheben muss, ist das ja die Endmoräne des Appeasements und des, dieser komische, was denn? Diese komische Ostpolitik von Willy Brandt und dieser ganze Friedensschmus, möchte ich mal sagen. Ja. Und davon war ja Gerhard Schröder auch nicht frei. Er hat ja auch irgendwie gekniffen beim Golfkrieg. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass ein bisschen davon auch in Olaf auch am Werke ist, wenn er jetzt mit dem Taurus zurückhaltend ist. Das muss man ja fairerweise schon sagen. Also die Generäle haben sich zwar die Perforation einer großen Krimbrücke vorgestellt, haben aber auch gleichzeitig zu Protokoll gegeben, dass die Politik ja gegen eine Tauruslieferung ist. Muss man ja fairerweise sagen. Und dann könnte man ja sagen, vielleicht ist denn der Olaf dann für alle, die an Frieden interessiert sind, dann vielleicht sogar doch noch besser als der Friedrich. Ja, das stimmt. Aber du, und das siehst, schockiert mich jetzt, weil ich den eigentlich, ich finde den Olaf ja gar nicht so toll. Ja, und das, was du jetzt kommen siehst, findest du dann noch weniger toll. Also genau. Das, okay. Also du hast so, denkst dich voraus und hast dann zurückblickend das kleinere Übel. Hast den so nach dem kleineren genau. Übel jetzt schon. Damit redet man sich die Gegenwart schön, indem man eine noch schlimmere Zukunft als Vergleich heranzieht. Ja, okay. Also die grün-schwarze März, ich habe keine Angst vor einem Atomkrieg, Politik. Ja, das macht mir auch ein bisschen Sorge. Naja gut, aber du hast mich gerade... Kannst du mir helfen, weil ich fühle mich dabei nicht wohl, aber... Ich habe mich jetzt schon in so einem Albtraum in einer Wahlkabine gesehen und habe mein Kreuz bei der SPD gemacht. Mhm. Ja, hilf mir. Ich brauche hier eine Exit-Deutschland-Strategie. Wie nennt man das? Diese? Ja, da gibt's was. Das ist aber Ausstieg aus dem Nationalsozialismus. Das so, brauchen die okay. Deutschen nicht. Das ist gar kein Bedarf. Ja, aber ich. Was mache ich denn jetzt? Das kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Also vielleicht hilft der Alkohol. Wir als Service-Magazin. Da hilft vielleicht der Alkohol. Ja, gut. Ich bin jetzt aber trotzdem voller Hoffnung. Also egal, was da jetzt gewählt oder nicht gewählt wird, vielleicht schafft es die SPD ja nochmal. Ab nächste Woche werden wir dann wahrscheinlich Werbung machen, oder? Ich denke schon. Für das kleinere Übel. Ja. Ist ja auch nicht so Pest groß. Pest oder Cholera. Ja. Ich würde immer die Pest nehmen. Ja, gut, dann nehmen wir die. Haben wir denn jetzt was vergessen bei unserem Verbrauchermagazin? Also, ich gucke nochmal meine Liste. Gesagt, ja. Die schönsten Reiseziele in Deutschland haben wir. Weltfrauentag haben wir auch. Ja, die KI können wir ja vielleicht dann in wenigen Wochen nochmal updaten. Ja. Aber da würde ich doch, wenn ich das darf, noch einen nachlegen. Also wenn du jetzt nicht noch was vertiefen möchtest von dem, was wir gerade besprachen. Ich würde das gern noch, weil es einen praktischen Nutzen hat. Es gibt ja viele Dinge, die sind einfach völlig unnütz, die ich von mir gebe. Aber in diesem Fall ist es der Ausflug in die KI dann vielleicht doch in eine praktische Empfehlung gipfelnd. Deswegen will ich es ganz kurz machen. Ich habe mich so gefreut, am 21. Februar ist ja, Lockbit hieß das, glaube ich, haben die europäischen Behörden einen Erpresserring, einen Hacker-Erpresserring entlarvt und gestoppt. Ging ja dann auch durch die Presse. Mhm. Der Anführer dieser Bande hat dann aber 3 Tage später gesagt, dass das kommt nicht wieder vor, dass er solche Fehler macht, wie den, der den Behörden erlaubt hat, also dann irgendwie zu verstehen, wie er das gemacht hat. Mhm. Er ist einfach faul geworden wegen der 300 Millionen, die er erpresst hat im Dezember. Und er hat das seine Fleißankündigung dann ja auch wahrgemacht, wenige Tage später, indem er die gesamte amerikanische Medikamentenverteilung in Apotheken und Krankenhäuser lahmgelegt hat. Also mit... Das heißt, der Nachschub an Impfstoffen und Remdesivir war einige Tage unterbrochen. Auch das, du kannst sicherlich... argumentieren, dass das viele Menschenleben gerettet haben wird. Andererseits, wenn man dann schon abhängig ist von diesen Drogen, die die Pharmaindustrie so ausliefert, verpasst du dann 4 Impfungen in 3 Tagen. Dieses
Lahmliegen der Versorgung. Also das heißt, du kriegst in deiner Apotheke einfach keine, du kriegst gar nichts mehr. Auch Antibiotika nicht. Ja. Das kann nicht mehr ausgeliefert werden. Das ist jetzt dann beantwortet worden, offensichtlich. Da war ein Artikel in Wired, der ganz aufschlussreich war. Offensichtlich durch eine Lösegeldzahlung oder Erpressungssummenzahlung an diesen Alf W. heißt er, von 22 Millionen Dollar. Das ist insofern ja schön, dass wir das abgewendet haben, aber andererseits scheint unter den Hackern ein bisschen Streit zu herrschen, weil Alf W. nicht teilen wollte mit den anderen. Und jetzt die Drohung im Raum steht, dass die anderen Jungs sagen, ja, wir haben ja auch noch ganz viele Daten. Also der hat jetzt das eine gemacht und wenn man dann Erpressern erstmal Geld zahlt und dann ist auch noch das relativ offen kommuniziert. Das lernt man ja in jeder Beratung bei der Polizei. Ja. Ja. Führt möglicherweise dazu, dass sie das dann nicht lassen, sondern dass sie, wie schon beim letzten Mal, Alf wie dann sagt, ja, dann kann ich ja jetzt mir das nächste vornehmen. So, und das ist jetzt auch das Ende der ganz kurzen Erwähnung meinerseits, dass ich denke, wir wissen nicht, was es sein wird. Ob es dann die Elektrizität ist. Es war 2 Jahre vorher eine Pipeline an der amerikanischen Ostküste, die 5 Tage zu war. Auch da ist wohl schon gezahlt worden, damit weiter getankt werden kann. Also wir wissen es jetzt nicht. Was wird als nächstes lahmgelegt? Die Lebensmittelströme, der Elektrostrom oder einfach nur Leverkusen, damit wir Meister werden. Ich würde, und das ist die Empfehlung, die daraus folgt, vielleicht nochmal 5 Pakete Nudeln kaufen und 1 Kiste Wasser an das Bett stellen. Also, es findet nicht statt in der öffentlichen Wahrnehmung, was da gerade passiert. Ich glaube, es ist wichtig für uns. Lass es mich ins Grundsätzliche wenden, wenn ich das darf. Immer gern. Wäre eine Konklusion dieser Realitätsphänomene, zu sagen, dass die Digitalisierung um jeden Preis und alle Lebensbereiche nicht nur Vorteile schafft, sondern auch neue Verletzlichkeiten im Hinblick auf unsere Infrastruktur? Dass vielleicht es nicht um mehr Digitalisierung, mehr Vernetzung und mehr Standardisierung geht, sondern um Entnetzung, Entstandardisierung und Reanalogisierung? Ja. Analog ist das neue Schwarz, oder wie man das schön sagt. Wir werden ab demnächst einfach auffordern, dass man das gesamte B&B ab jetzt ausdruckt. Ja. Und dann in Aktenordnern irgendwo ablegt, damit das nicht verloren geht. Alles andere. Aber ich meine, wer konnte denn damit rechnen, dass es solche kriminelle Energie gibt? Also das war wirklich nicht. Ich bin auch völlig schockiert. Wobei, es gibt noch einen, jetzt hört ja auch schon gar keiner mehr zu, aber es gibt noch einen kleinen Hintergedanken, den ich dir nicht vorenthalten will. Auch wenn Alf einen kleinen Fehler gemacht hat und den korrigiert hat. Ja, also unsere Behörden haben es geschafft, ein doch relativ gut gebautes System über, machen wir es mal platt, über Tor-Browser und viele geheime Darknets irgendwie dann doch zu entlarven. Das heißt, sie konnten offensichtlich zugreifen auf alles, was sie wollten, inklusive Tor. Tor ist ein... Die Behörden. Ja, genau. Also sonst hätten sie es ja nicht geschafft, auch wenn, wenn sie einen Fehler gemacht haben, also die wäre da ja gar nicht rangekommen, wenn der nicht gepennt hätte für 5 Minuten. Aber die Tatsache, dass sie das alles können, heißt ja, sie können Kriminelle, selbst wenn die sich schützen wie du und ich, wir Kriminellen, indem wir mal so eine VPN oder Tor benutzen, oder die kommen dahinter. Und jetzt geht es ja nur noch um das Kriterium, wer ist denn kriminell? Also um die Öffentlichkeit zu schützen. Und wenn man dann einen Digital Services Act erfindet und sagt, eigentlich ist jeder kriminell, dann heißt das, deine und meine Versuche, noch irgendetwas zu schützen, sind hiermit zum Win-Win von Behörden und allen anderen Reichen, von Alf wie und zu unseren Ungunsten vernichtet. Denn jetzt ist der Möchtest du damit andeuten, dass... Nein, dass Alf wie für die Behörden arbeitet. Nein, dass solche Vorkommnisse gar kein Ärgernis, sondern eine großartige Gelegenheit, also so wie, sagen wir mal, Terroranschläge, Atemwegserkrankungen, Energieknappheiten. Na, Bono, ne? Dass man einfach da Anlässe findet zu Reformen, für die man sonst keine Akzeptanz hätte? Dass Leute sagen, also EDE, ich jetzt wieder keine Medikamente bekomme, da lasse ich mich lieber überwachen und der Böttcher, der kann ins Gefängnis. Ja,
dann bist du wieder bei deinem U2-Sänger, genau. Also muss man wieder fragen, was ja. Bono da jetzt wieder sich ausgedacht der hat. Der Bono mal wieder, ja. Ja. Ach, jetzt raucht mir aber der Kopf. Ja, gut, mir auch. Mir hat schon vorher und jetzt ist es endgültig vorbei. So, wir machen nächste Woche, wir haben so viel noch vor unserer kurzen Frühjahrspause. Ich habe vergessen zu sagen, auch in Kriegswirtschaftszeiten wie diesen, es ist alles andere zwar weniger wert, aber wenn sich die 95%, die uns noch nicht unterstützen, entscheiden könnten, das nochmal zu prüfen, ob wir euch nicht doch vielleicht rückwirkend uns zuliebe von ein paar Euro trennt, fänden wir das sehr nett. Zweitens haben wir noch viel vor. Wir müssen unbedingt, musst du dir bitte notieren, für Wort, wir müssen Anti-Chambrieren machen. Daran hat meine Frau mich nochmal erinnert. Ja. Weil, das machen wir nicht jetzt, aber diesen Begriff, und bestimmt haben wir auch noch 5 andere. Ja. Und bei unserem Gespräch nächste Woche, wo es dann um das Anno 2015 gehen wird, da steht Zeitenwende drüber, aber... Da geht's zur Sache. Ja, da geht's zur Sache, aber da muss ich auch noch, das muss ich dann mitnehmen. Das habe ich nämlich gestern noch gefunden, dass es den Migranten in England so schlecht geht, dass sie versuchen, aus dem Land zu fliehen. Aber die Briten lassen sie nicht. Nein. Doch, weil sie können ja nicht erlauben, dass die nach Frankreich abhauen. Das versuchen die jetzt aber. Ganz interessante Bewegung. Müssen wir dann auch nochmal aufnehmen im Zusammenhang. Also ich bin ja für so eine Seenotrettungsbrücke von unserem Kanal, die alle nach Deutschland bringt. Ja, in den Kanal. Ja. Alles in den schwarzen Kanal. Also dass man sagt, die muss die doch retten. Ja. Die Syrer, die jetzt aus England flüchten wollen nach Frankreich und man lässt sie nicht. Die müssen nach Deutschland kommen. Ja. Ja, Frontex, Calais, Cuxhaven. Mhm. Gut. Ja, und wenn jetzt die ganzen Oberkrainer noch kommen, ne? Sind wir darauf vorbereitet? Also da würde ich sagen, das ist fast voll. Ja. Jetzt sind 4 Millionen Oberkrainer kommen. Ja. Dann wird der Städtetag und die ganzen Kommunen werden sagen, also irgendwann reicht's. Ja, das sind... Nicht mal, was das auch so diese kulturelle Integrierbarkeit dieser Volksmusik dann zusammen mit den Syrern und so und die müssen dann diese... Mal sie schunkeln also in verschiedene Richtungen, so. Oder? Ja, gut. Aber nein. Deutschland würde ein Stück bunter durch die Oberkrainer, deshalb befürworte ich das ja. Ich auch. Und ansonsten haben wir ja auch Oropax für ganz harte Fälle. Mir raucht auch der Kopf. Ich danke dir für deine Geduld mit meinen leicht unsortierten Gedanken und für das Einsortieren. Ich bin jetzt aber beruhigt. Die Teller fallen runter, aber es gibt keinen Krieg. Nee. Sehr gut. Nein. Und wenn dann aus anderen Gründen. Ja? Ja, dann haben wir ja nächste Woche noch eine Sendung. Genau. Freut mich. Wer weiß. So Gott will und wir noch leben. Ja. Bis dann. Bis dann. Tschüss.